Jo Leute, was geht zu einem weiteren Video von mir in der Version 1.42 nach dem Doomstate Update. Und ja Leute, heute zeige ich euch den Imponte Deluxo. Und dieses Fahrzeug ist vielleicht auch bekannt unter DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Und dieses Fahrzeug gibt es jetzt in GTA Online seit 3 Tagen, 2 Tagen. Und ich finde dieses Fahrzeug auf jeden Fall mega, mega cool. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr dieses Fahrzeug feiert oder wie ihr es findet. Und heute zeige ich euch die Features dieses Fahrzeugs. Es kann natürlich ganz einfach auf der Straße rumfahren und wie jedes andere Fahrzeug auch. Ihr könnt es tunen mit Spoilern, Felgenfarben, alles mögliche. Ihr könnt eure eigene Lackierung machen, ihr könnt die Motorhaube mit Einlässen erweitern und ihr könnt einfach mit X einen Schwebemodus aktivieren. Ihr seht schon, dies, was ich jetzt gerade habe, ist der Schwebemodus. Ihr könnt dann einfach mit X diesen Schwebemodus aktivieren, dann aktiviert sich hinten so ein Lichtbalken und mit dem könnt ihr dann die ganze Zeit rumfahren oder auch über Wasser fahren. Ist eine ganz coole Sache und wenn ihr dann nach oben fliegen wollt, drückt ihr einfach euren Stick oder zieht euren Stick nach hinten, so dass ihr nach oben fliegt und dann fahren zwei Flügel jeweils an der Seite aus und zwei vorne. Und ich finde dieses Fahrzeug auf jeden Fall relativ cool für Rockstar Editor Aufnahmen, also wenn man jetzt so coole Filme macht oder irgend sowas, kann man da bestimmt coole Aufnahmen mitmachen. Dieses Fahrzeug hat natürlich auch noch eine MG und Raketen. Die Raketen müsst ihr aber dazu kaufen, also das Fahrzeug kann von Anfang an fliegen, aber die Raketen müsst ihr dazu kaufen, die ich jetzt gerade habe. Und ja, ich finde dieses Fahrzeug auf jeden Fall mega, mega cool. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch schon habt. Na gut, meine Lackierung ist jetzt nicht die schönste. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne kostenlos tun. Wie gesagt, ich werde noch mehr von solchen Videos machen. Ich werde jetzt alle Fahrzeuge mal vorstellen. Und ja, falls euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis dann. Ciao.